Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, es ist Zeit, den Kämpfen abzusahnen. Abzusahnen. Das ist sowas von falsch. Hier, Wache, hier bin ich. Komm, sag doch einfach hier, ich muss Geld zahlen und sowas, oder? Du, bleib sofort stehen. Ja, ja. Ergib dich. Upsa. Ich geb doch auf. Entschuldigung, ich wollte dich nicht treten. Hallo? Genug! Gut getroffen! Spar dir dein Gewinsel. Ich bin noch nicht fertig. Hast weiche Knie bekommen, was? Was willst du? Genug! Fick dich! Danke, was? Jemand hat gemeldet, dass du Schloss. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Und das. Was muss ich. 60 Gold! Mir ist ein geheimer Auftrag erteilt worden. Typisch für mich. Also gut, nur so viel. Das Schicksal des Königreichs hängt am seidenen Faden. Alles liegt an Sigismund und Wenzel. Das ist hohe Politik, verstehst du? Aber kein Wort zu irgendwem. Also, ich dachte, ich hatte ja keine Ahnung. Wenn das so ist, darfst du gehen. Ihr seid alles Lappen. Wir sind gut mittlerweile, wir sind echt gut. Ah, der hat uns... Oh, da ist Beschützer Manfred, hupsa. Der hat uns bestimmt die Rüstung kaputtgeschlagen, oder? Ja. Zack. Erstmal reparieren. Kuhfladen. Oder besser gesagt Pferdeäpfel. Ah, das Kloster. Ich muss sagen, von der Machart ist es schon sehr geil detailreich gemacht. Also wirklich schon hammermäßig. Es ist ein richtig geiles Spiel. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Aber so das kleinste Detail passt bei dem Spiel einfach. Auch wenn es nur dieses Kackseil hier an der Wand ist. Es passt halt einfach. Hallo, ich möchte Ihnen beitreten. Ich bin Karl. Ich soll Novize werden. Wir haben dich früher erwartet. Hätte dich dein Beschützer nicht begleiten sollen. In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Leute tauchen aus heiterem Himmel auf. Herausfinden wir noch neue Kloster. Er gab mir das Schreiben und verließ mich am Tor. Du solltest das gewohnt sein. Immerhin bin ich nicht der erste Novize, oder? Nicht besonders umsichtig von ihm, nicht wahr? In letzter Zeit ist es hier etwas hektisch. Ein Novize kommt nach dem anderen. Der letzte hatte nicht einmal ein Schreiben. Und man könnte glauben, seine Kehrseite stünde in Flammen. So oft blickte er über die Schulter. Kam dir das nicht verdächtig vor? Er wurde ohne Schreiben aufgenommen? Ich vermute, er wollte sich vor jemandem verstecken. Aber er ist Pfarrer und weiß, wie die Dinge im Kloster laufen. Also sprach nichts dagegen, ihn aufzunehmen. Zumindest vorläufig. Bei dir ist das allerdings etwas anderes. Kannst du lesen? Aber natürlich. Sonst wäre ich nicht hier. Nun denn, bist du bereit, dich dem Benediktinerorden anzuschließen und den Versuchungen dieser Welt für immer zu entsagen? Ja, klar. Ja. Dann musst du dich sämtlicher weltlicher Besitztümer entledigen. Verkauf sie, gib sie den Bedürftigen oder spende sie dem Kloster. Es ist dir nicht erlaubt, diesen Ort unter der Bürde weltlicher Güter zu betreten. Im Torhaus befindet sich eine Truhe mit einer Mönchsrobe. Entledige dich deiner Habe und wirf die Kutte über. Dann kannst du ruhen, während ich den Prior aufsuche, um deine Aufnahme abzuwickeln. Mach's gut. Was? Gib all dein weltliches Hab und Gut ab, zieh eine Mönchskutte an. Wir müssen aber eine Sache machen, bevor ich das jetzt alles durchziehe. Werde ich an meine persönliche Truhe gehen und mein ganzes Zeug da ablegen. Und zweitens, Herr Ratzig, helfen Sie mir, die wollen mich ins Kloster stecken. Ich werde schnell reisen, das ist mir einfach zu weit, jedes Mal da hin und her zu reiten. Und das ist auch nicht förderlich fürs Let's Play, seien wir doch mal ehrlich.
Wie geht's zum Herr Ratzig? Sage ihm, ja, hier so sieht's aus, das und das, weil ich will nicht, dass er wieder kommt. Ja, Quest fehlgeschlagen. Leiche. Ja, spielen wir halt mal. Der sitzt halt einfach so da. Och du Scheiße! Ach du Scheiße! Muss weg, Robot! Hilfe! Nee, 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 nee. Komm schon, bitte nicht! Alter, das ist so unfair! Erstmal Inventar öffnen. Warum haben wir eigentlich nicht unsere Waffe eklippt? Eklippt vor allem. Da kommen wir nicht mehr raus, wir sind tot. Seien wir mal ehrlich. Und alles schafft man nicht, dann können wir machen, was wir wollen. Wir schaffen die alle nicht, wir schaffen die nicht. Ciao. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Ich blick sowieso nicht mehr. Ciao! Ich mach aber eher nur einen Rundumschlag fertig! Ja, wir kriegen was, Maul. Sei mal ehrlich, das wird nichts. Ja, wie oft darf der bitte schon schlagen? Ja. Bitte, lass uns nicht. Bitte, lass einfach nach dem Kloster Nein. Komm schon, Spiel, bitte. Warum? Da, die sind halt jetzt noch ewig im Bett. Das ist so unnötig. Ach geil, der hat es noch nicht mal. Ich bin bad. Mann, es tut mir leid, aber... Erst so das Brot und was er auch hat klauen, das ist richtig kacke, ey. Danke für die Brezel und die Kacke, ey. Danke. Taschendiebstahl, neue Stufe, klasse, ey. Wir machen gleich bis 12. Ach, es tut mir leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Das war so nicht geplant. Vor allem, komm, da liegt ein Leich auf. Aber komm, weißt du, wenn der 3-4, okay. 3-4, okay, aber das waren ja 7 Leute gefühlt, wo der rausgerannt kam. Ich mach das jetzt im Speedrun-mäßig. Machen das Speedrun-mäßig, klicken wir schnell durch und dann sind wir in 5 Minuten wieder da, wo wir waren. Es tut mir so leid. So. Seid ihr wach? Danke. So, wir gehen runter, bla bla bla, mal sagen das und das, das und das. Hi Karl. Was benötigt? Blablabla. Ich heiße Frau. Blablabla. Wenn du. Alles Gute. Hey. Zu dein. Du musst. Ja, würfeln. Zack, 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 zack. Hier auswählen. Let's go. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Weiß ich nicht. Ich verliere wieder alles. Hier, wundervoll. Wir nehmen die. 5 und punkten und fortfahren. Weil die andere 5 nicht wirklich. 3, 3 und 3, 300 Punkte. Punkten und fortfahren, oh mein Gott. Nach, Mann.
Du wirst alles verlieren. Ja, werde ich auch. Eins. Punkten und passen. 450 ist okay. Schneller, ich habe noch anderes zu tun, als mit dir zu würfeln. Der schummelt sowieso. Guck ihn dir an. Ja, ja, nimm deine Einser, let's go. Kein Glück. Ja, das tut mir aber wirklich leid. Was können wir hier nehmen? Ach, die eine 5. Punkten und fortfahren, hallo? Zwei Einser und eine 5. Punkten und passen. Ne, Punkten und fortfahren, komm. Du schreckst vor nichts zurück. Was? Nein, das wird noch was. Das war's. Ah ne, eine 5 haben wir. Oh nein! Genau. Mm. Mm. Ein Bier bitte. Weitermachen bringt nichts. Immerhin stehst du es dir ein. Oh, haben wir da drei Einsen? Ja, eins, zwei, drei. Punkten und passen. Das ist mir zu riskant. Hallo, 1000 Punkte mal kurz. Du bist. Fünf. Punkte und fortfahren. Zwei Einsen. Punkte und fortfahren. Komm. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Doch, muss man manchmal. Zack, hier, Punkte und passen. 450 Punkte. Aber jetzt wird's was. Oh, der nimmt nur die Einsen. Ja, komm schon. Wie oft will er das jetzt machen, bis er 5 Eisen auf dem Board hat, oder? Ein Bier. Mal sehen. Echt jetzt? Never. Never. Hm. Ich wusste übrigens nicht, wenn du alle Würfel wegkriegst, dass du dann nochmal würfeln darfst. Das war's. Ich sag einfach gar nichts dazu. Lass ihn doch noch eine Stunde würfeln, komm. Jetzt du. Danke, dass ich auch mal wieder darf. Das war's für dich. Kurva. Wieso habe ich überhaupt angefangen? Hihi. Karl, er ist weg. Ja, ich will ja. Hi. Manfred. Ab. Das ist alles. Ciao. Eigentlich hätten wir auch am Morgen einfach zu einer Razzik reiten können, dann hätte ich das hier offscreen gemacht nochmal. Kannst du das mal bitte schneller dein Haus schlendern? Wie gut es mit den Schatten eigentlich gemacht ist. Gib mir dein Zeug schnell. Hab keine Zeit für den Kack.
Hier, 13 Sekunden reichen aus. Ciao. Diesmal hat er mich nicht mal beim Stehen erwischt, alles super. Ich habe hier, kannst du das ganze Geld haben, ciao. So. Hallo Pfarrer. Dein T-Shirt scheint durch. Ich bla 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 bla. Er gab bla 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 bla. So, okay. Wir kommen zurück zu der Stelle, wo wir vor ungefähr 5 Minuten waren. So, jetzt geht's zum Herr Ratzig. Reite. Reite wie der Wind, Heinrich. Reite wie der Wind. Wenn ich eine Leiche sehe, man merke, nicht anhalten. Ein Ding ist blockiert, Weg durch Glückweise, rechtzeitig gesehen, Multiverse, ganz so weiß. Maiden, Erfolg. Oh, Gott sei Dank. Aber warum braucht er eigentlich so lange, wenn man reitet? Und ich finde, Reitskill sollte trotzdem hochgeskillt werden. Ich meine, wenigstens ein bisschen. Weil reiten tun wir tatsächlich. La la la. Herrn Ratzig. Herrn Ratzig, willkommen. Ah, wundervolles Rattai. Das war meine Lieblingsstadt in dem Spiel, aktuell noch. Herrn Ratzig! Und wir müssen unsere ganzen Sachen in die Truhe lassen. Oh Gott, das wird ja was. Herr Ratzig! Gott schätze dich, Heinrich. Herr Ratzig, bitte. Bitte! Ich bitte Sie, bleiben Sie stehen. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Herr... Die Untersuchung des Massakers in Neuhof nimmt ungeahnte Ausmaße an. Was hast du herausgefunden? Ich habe die Bande aufgespürt, die Mörder für Pribis Slavitz anheuerte. Sie kennen die Mistkerle, die Neuhof niederbrannten. Ausgezeichnet. Was hast du noch herausgefunden? Bis jetzt nicht viel. Wenn ich mich unter sie mischen soll, muss ich einen ihrer ehemaligen Spießgesellen ermorden. Einen Kerl namens Pius. Offensichtlich war auch er in Neuhof. Du musst einen Verworfenen ermorden, um dich zu beweisen? Ha, das gefällt mir nicht. Das ist nicht das Schlimmste. Dieser Pius versteckt sich im Kloster und gibt sich als Novize aus. Ich müsste hinter die Klostermauern, um an ihn ranzukommen. Tja, Herr im Himmel, es wird nicht leichter. Nicht jeder wird ins Kloster gelassen und der Abt wird keinen der Novizen aufgeben. Das profane Gesetz hat in einem Kloster keine Geltung. Das ist bereits das zweite Mal, dass sich dort etwas Widriges abspielt. Zuerst die Münzfälscher und jetzt das. Ich wäre froh, wenn sich jemand dort umsehen würde. Was soll ich tun, wenn ich Pius gefunden habe? Töte ihn nicht. Bring ihn zum Vogt nach Rattai. Er wird ihn verhören und ihm einen gerechten Prozess machen. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe, Herr. Ins Kloster gelangen, Pius finden und ihn dann auch noch zum Vogt bringen. In der Tat, Junge, aber ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Die Mönchskutte ist wohl der einzige Weg zu Pius. Wenn ich nur wüsste, wie ich sie erlange. Etwas Andacht und Gelehrsamkeit täten dir gut. Wenn das wirklich der einzige Weg ist, zu ihm zu gelangen, dann soll es so sein. Verzeih, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Meine Beziehung zum Kloster ist nicht gerade zuträglich. Du musst dir wohl etwas einfallen lassen. Gott sei mit dir. Ey, wenn der mich nicht zum Gott befördert nach dieser Quest, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist so eine Kacke, ey. Ich muss immer nicht Ruhe hier. Das ist ja. Ich muss mich von alle. Heinrich, wir sind nackt. Wir haben Charisma 7, Redekunst. Vielleicht noch was essen, bevor wir da wieder... Das ist so, oh Gott,
Wir sind nackt! Gib mir auch die Brezel und das Brot. Wenigstens Brezel und Brot darf ich ja wohl dabei haben, oder? Sehe geklaut, hihi. Mm, yum, yum, yum. Wenn ich das esse, komme ich genau auf 100. Die Frage ist, ist 100 gut oder schlecht? Ja, ja. Peppels! Wenn wir auf dem Weg erwischt werden, wir sind richtig Game Over. Aber richtig Game Over. Wir gehen zurück. So, wir hoffen, dass die Nahrung nach Anordnung runtergeht. Warte, bin ich überhaupt richtig? Ja. Mann, muss ich eigentlich jedes Mal von Sase und so drauf. Das ist so, wie es ist. Aber ich glaube, man kann hier Truhen auch von überall zugreifen. Heißt, wenn. Ich hätte wenigstens mein Geld. Ach nee, mein Geld kann ich ja. Mann, wieso? Ich habe nicht mal 2 Groschen für die Taverne, für mein Bett. Immerhin habe ich noch mein Pferd. Pebbles, nur du und ich. Und die Brezel in meinem Inventar. Ne, Brot. Brezel haben wir ja schon gegessen. Hier irgendwo muss gleich ein Übergang sein. Um über den Fluss zu kommen. Ja, der war hier. Was? Wie viel? Was ist passiert? Peppelt, Mann, was ist passiert? Wetten wir jetzt, treffen gleich auf. Komm, komm, das schaffst du, Peppels. Super machst du das. Ja, fein gemacht. So ist's richtig. Und wollte mich umbringen oder so? Geh weg! Nichts da! Ich bin nackt, Mann! Ja, ja, ihr könnt mir alle. Ihr könnt mich alle mal. Wisst ihr das eigentlich? Ciao! Oh, Baum. Natürlich, jetzt wo ich nackt bin, kommen sie. Sonst hätte ich mir einen Bogen hätte ich aus dem Hackfleisch gemacht, aber wenn du natürlich dann nackt bist, dann kommen sie alle. Oho, der hat nichts. Lass ihn uns töten, der hat nichts. Lächerlich, aber nur lächerlich. Die schöne Brücke, die schönen Wiesen, die unglaublich schönen Steinübergänge über den Fluss. Also ich bereue es, dass ich meine, das Spiel kam jetzt 2018, glaube ich, raus, wenn ich mich hier. Ich bereue es, dass ich es nicht früher schon angefangen habe und wir hätten gar nicht über den Fluss müssen, oder? Map, die Karte. Was mache ich eigentlich manchmal? Was mache ich? Ah, ne, aber da drüben kommt noch mal ein Übergang. Okay, der Rest Schnellreisen lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Können wir hier rüber? Ja, okay. Never mind. Alles gut. Hallo Wanderer. Ich freue mich schon auf die Mainz-Kutte. Bestimmt Rüstung 1000. Oh, wir haben das Turnier nicht gewonnen. Das ist ja unglaublich schade. Wir machen da aber auf jeden Fall nochmal mit. Also Turnier Teil 3 wird es definitiv noch geben. Ich freue mich, wenn wir das mal gewinnen könnten. Pferd falsch. Hier entlang. Also, auch die Quest mit dem schwarzen Peter. Ich hoffe, dass wir die irgendwie nochmal nachmachen können. Oder dass wir da nochmal was herausfinden. Nicht, dass diese Quest für immer weg ist, weil das würde mich wirklich noch interessieren. Und sämtliche andere Quests, die wir auch noch offen haben, das ist so eine Katastrophe. Und wahrscheinlich 100 weitere, die wir noch nicht entdeckt haben. Kann sich ja wirklich ewig damit beschäftigen. Das Kloster, so weit war es ja jetzt gar nicht. So, die Frage ist, wie kommen wir hier über den Fluss? Map. Hier ist eine...
Ja, eigentlich der einzige Übergang ist drüben. Okay, dann müssen wir dem Weg folgen. Lassen wir dem Pferd mal ein bisschen Ausdauer. Ich muss die ganze Zeit der Versuchung widerstehen, hier alles aufzusammeln. Wie geht es dir, wie heißt denn der andere nochmal? Heinrich, Matthäus und Fritz. Hallo Fritz, falls du mich noch hörst. Hallo. Mein Gott sei mit dir, Fritz. So, wir sind da. Okay, ich würde sagen, ihr wisst, was jetzt kommt. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns in die Mönchshallen begehen. Und, oh Gott, ich frage mich, wie das noch ablaufen wird. Das wird noch witzig. Auf jeden Fall danke, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich dann wieder bei Kingdom Come Deliverance.